So. Dann hier. So, dann steuere ich mal wieder auf unser schönes Haus zu. Und schau dann mal, dass wir hier ein bisschen was geschissen kriegen. Warum habe ich eigentlich Monster nicht an? Oh, der Eisengolem arbeitet. Guck mal. Alter, wie weit er die hochwirft. Die Slendermänner. Guck dir das an hier, da ist er richtig fleißig. Das war aber sonst nie so. Keine Ahnung warum. Ich glaube, das war ein Bug in der alten Version. Ja, ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass sie das gefixt haben. So, dann. Ach, guck mal, hier brechen sie gerade alle zusammen vorm Fenster. Ach, Steinschaufel doch nicht. Wenn dann schon so eine. So. Ist der endlich mal hier im Einsatz, ne? Guck mal, hier liegen jetzt sogar Enderperlen rum überall. Das ist ja geil. Nur Creeper wirft er nicht hoch. Die macht er, glaube ich, nur gelegentlich. Habe ich gelesen. Also nicht immer, aber manchmal. So. Ach, jetzt hat er wieder einen auf dem Schirm. Hier müssten wir auch nochmal dichter machen, den Wald. Das ist noch viel zu offen. Was war das? Tja, keine Ahnung. Jedenfalls muss hier noch ein bisschen was hin. Hier hatten wir ja schon ein bisschen zugemacht. Oh Mann. Weg mit dir. So. Ja, okay, es geht. Also, muss schon sagen, allzu schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Von außen. Außer das Loch. Da muss auf jeden Fall noch ein Cobblestone weg. So. Ich gehe da jetzt erstmal hin. Und optimiere das nochmal. Wieso gehe ich eigentlich immer von dieser Seite hoch? Ich habe mir jetzt extra so einen kleinen Aufstieg gemacht. Wo ist denn das jetzt? Ach, hier. So, hier fehlt nämlich noch was. Dann mache ich hier erstmal das Standardzeug rein, also Werkbank und Öfen. Wollte ich hier nicht so einen Ofenraum machen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube ja, weil wir in der Hauptbase so wenig Öfen haben. So, ich brate das mal 8 Stück durch, Cleanstones. Ach nee, komm, ich mach mal alle. Weil wir hier jetzt auch noch bisschen was ausbessern müssen. Oder wollte ich hier eine Mob-Farm reinbauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Toll. Also ich denke mal, hier werden wir dann die Wand machen. Und dann gehen wir lieber noch mal ein bisschen nach hinten. Das ist mal scheiße, wenn man in einem Sandberg baut. Da war es noch besser, wo wir in der Staffel 4, in dem Savannenberg gebaut haben. Das war dann noch ein bisschen chilliger immer. So, hier haben wir jetzt zum ersten Mal hier den Vorteil der Glücksspitzhacke. So. Und mal sehen, wenn wir dann wieder in die Mine gehen. Jetzt werde ich das noch nicht machen. Wir waren ja erst wieder auf Höhentour. Aber in Minenschächten ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Das ist ja ein kolossaler Unterschied. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, 4 Cleanstone haben wir jetzt nicht. So, dann kommt der Ranz hier nochmal weg. Und dann muss ich allgemein mal gucken, wie weit können wir uns eigentlich noch reingraben. So. Das ist nämlich auch mal eine gute Frage. Vielleicht können wir dann hier auch mal um die Ecke gehen.
Oh, es geht auch noch weit. Bis hier hinten könnten wir noch. Na, da geht schon nicht mehr. Da würde ich hier dann die Wand machen. Oh Mann. Ach Scheiße. Dann machen wir hier mal die Wand. Aha. Machen wir hier die Wand. Aber hier mache ich sie. Nein, hier mache ich die Wand. Das ist mir egal, wenn das jetzt reinkommt. Ich gehe doch hier nicht immer mehr weiter. Ich gehe doch hier keine Kompromisse ein. Ich mache hier die Wand, definitiv. Kannst du nichts machen. So, dann sollten wir auch von hier aus, von hierher daran kommen. So. Und da setze ich dann einfach den Sand wieder oben drauf. Ich glaube, ich spinne. Da hat das doch nicht zu entscheiden, hier der olle Sand. So, das natürlich alles weg. Es ist schon manchmal anstrengend mit dem hier. Oder wir machen einfach ein Freilicht-Dings. Ach, das schaffe ich eh nicht. Komm. Weg da, weg da, weg da, weg da. Scheiße. Kommt der ganze Berg runter oder was? Können das nicht mal mehr Schichten Sandstein sein unter dem Sand? Mann. Ist ja übelst nervig. So, hier geht zum Beispiel. Ist schon mal eine gute Nachricht. So, hoffentlich macht die Spitzhacke das mit. Ich müsste dann erstmal wieder ein paar Level farmen, um eine weitere Spitzhacke verzaubern zu können. So, aber letztens, was wir da, das Buch, was wir verzaubert haben, das war eigentlich auch für den Arsch. Das hätten wir uns schenken können. Die 28 Level oder 26, die ich da ausgegeben habe. Das war übelst dumm. Ich glaube, hier wollte ich dann so einen Ofenraum tatsächlich machen. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Ich müsste mir nochmal die alte Folge angucken, wo ich da hier ein bisschen Pläne gemacht habe dazu und so. Ich weiß nicht mehr, was hier rein sollte. Oder ein Lager oder was. Irgendeinen Sinn sollte das Ding hier erfüllen. Ein Lager wäre vielleicht mal sinnvoll, weil wir wirklich wenig Kisten haben. So, dann jetzt erstmal hier alles weg. Kobbel. Das Zeug. Das weg. Das hin. So, nochmal 4. Okay. Ich glaube, da mache ich mir erstmal eine Kiste, wenn ich genug Holz hätte. Na super. Ich glaube, ich mache mir dann doch nochmal einen zweiten Ofen, so. Und zwar... nochmal 64 rein. Und ja, dann hier müssen wir mal gucken. So's.
Komm, noch 5 Stück. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, ne? 1, 2, 3. Kriegt man noch ein bisschen Level dafür. 4. Und 5. Hat mir jetzt gerade ein bisschen erinnert an Captive Minecraft. Die letzte Episode, wo wir ja das Gold dann noch durchgeschmolzen haben, um den goldenen Apfel zu machen. Ja, ja, jetzt habe ich nämlich vorhin erst aufgenommen. Und dann habe ich noch einen Anruf gekriegt, wegen dem, also bei Skype, wegen dem neuen Projekt. Ja, da, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Das Projekt heißt einfach nur Waschecht dabei. Und ja, haben sie mir halt vorhin noch gesagt, dass ich mal ein bisschen darüber reden kann im Let's Play. Ich habe nämlich gesagt, dass ich aufnehme gleich und Themen suche. Und dann habe ich ihn nach Themenvorschlägen gefragt. Und dann hat er mir sofort das gesagt. So. Na gut, egal. Ich mache ja erstmal zu. So, ach nee, was ich nochmal mache hier unten, also auf jeden Fall 2 Fackeln reinsetzen, weil das ist ja gefährlich, ne? Wir wollen ja nichts riskieren. Nicht, dass da ein Creeper spawnt, ich fall da irgendwie mal rein, keine Ahnung, wenn Ender meinen Block geklaut hat, fall ich da rein und dann auf einmal macht's Bumm und das Loch wird wieder größer. Dann ist es noch 10-mal größer als jetzt. Das ist natürlich nicht erwünscht unbedingt. Hier haben wir auch noch Öfen, aber die reiße ich dann wahrscheinlich hier weg. Aber da muss ich dann immer bis zum Wüstenberg rennen. Doch gut, das Risiko gehe ich ein. Huch. Jetzt müsste ich natürlich erstmal was wegtun, wie zum Beispiel diesen ollen Bogen. Ach, wir haben ja eine Lohnroute hier, guck mal. Wusste ich gar nicht. Was kann noch weg? Der Rest kommt unten rein, wie zum Beispiel... Enderperle und so ein Kram. Eier. Ich brauche unbedingt auch mal ein Lager hier für Cobblestone zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mal wohin damit. Hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen was reinmachen. Aber hier hätte ich gerne eine U-Bahn-Station von hier nach zum Wüstenberg. Das wäre cool. Das werde ich dann auch als nächstes wahrscheinlich machen. Oder ein Teleporter, das wäre auch mal geil. Da müssen wir nämlich nicht hier die ganze U-Bahn ausheben bis dahin. Da machen wir einfach so einen Kommandoblock oder so. So eine kleine Zelle. Wo dann so ein Kommandoblock drin steht, der uns hierher teleportiert. Das wäre auch mal ganz geil. Das hatten wir auch noch nicht gemacht, sowas. So, 20 Steine wieder fertig. Das ist doch mal ausnahmsweise eine gute Nachricht. Ach, super. Ach. Ich hasse es. Jetzt. Früher konnte ich das mal besser timen. Ich wollte doch hier die Wand hinmachen. Bin ich eigentlich dumm? Nee, das wird mir zu viel Stress. Ich mache jetzt hier einfach die Wand hin. Basta. So. Dann müssen wir aber hier wieder ein bisschen was wegmachen. Ist ja egal. Das hier ist eh alles hässlich. Ach so, hier wollten wir gar nicht mehr weitermachen. Stimmt. Wir wollten ja nur bis hierhin. Bis hierhin. Kann hier Erde hin. Wir können wegen mir noch Fackel hin. Das wird so eine geheime Höhle. Davon haben wir ja noch nicht genug.
So. Ja, und da machen wir mal, keine Ahnung, was machen wir da hin? Ich brauche auf jeden Fall noch eine Stelle, wo ich den Teleporter hin mache. Ich würde ja am liebsten hier so die Öfen hin machen. Weißt du? Also hier so zum Beispiel. Und dann, ja, mal sehen. Weiß ich auch noch nicht jetzt genau. Kann ich schon mal ein bisschen anwerfen wieder.